um noch auf das Thema der Immigration einzugehen. Da haben Sie ja auch dieses Buch geschrieben. Können Sie vielleicht kurz schildern, was aus Ihrer Sicht gerade falsch läuft oder nicht genügend oder menschlich genug in unserem Umgang mit Geflüchteten in Europa oder auch Deutschland? Also wir sehen ja im Moment, was da passiert an der polnisch-belarussischen Grenze. Da ist einerseits Lukaschenko, der völlig unmenschlich handelt, da können wir uns schnell drüber einigen, und der die Menschen instrumentalisiert. Da ist aber leider auch die polnische Grenzwache und die polnische Peace-Regierung, das ist nicht die gesamte Gesellschaft, die einen geradezu brutalen Kampf gegen die Geflüchteten führt an der Grenze. Es gibt inzwischen auch eine Reihe von zivilgesellschaftlichen Organisationen, auch Menschenrechtsorganisationen, polnischen, die da hinkommen, so nah wie möglich. Die polnische Regierung hat ja da einfach eine Sperrzone eingerichtet, sodass man die Missstände gar nicht prüfen kann. Aber die genau registrieren, wo da Hunde auf Geflüchtete gehetzt werden, wie Pushbacks selbstverständlich getan werden, die verboten sind vom Völkerrecht her, von der Genfer Flüchtlingskonvention her. Also da ist ein irrsinniger Widerspruch, und unser Innenminister steht voll auf der Seite der polnischen Regierung, freut sich, dass er dafür sein kann. Ich bin in der deutsch-polnischen Verständigung seit 1965 aktiv. Das ist schon eine Weile, eine gewisse Zeit. Aber das ist keine Frage von Polen speziell, sondern das ist auch eine Frage der EU. Die Polen sind besonders anti-immigrantisch, die jetzige Regierung. Aber und vor allen Dingen unterstellen sie geradezu kriminell, dass die da wollen das scheinbar belegen mit Videos, dass die entweder Terroristen sind oder jeder vierte Sex mit Tieren hat. Also das ist unglaublich, was da an Diffamierung und an Verantwortungslosigkeit passiert. Und die EU stellt sich, weil sie nun so lange Knies hatte wegen der Rechtsstaatlichkeit mit Polen, jetzt, glaube ich, umso lieber an die Seite der Polen, obwohl sie immer wieder fordern, dass sie auch Frontex einbeziehen und auch die Vereinten Nationen. Aber das wollen ja die Polen nicht, aus verschiedenen Gründen nicht. Die polnische Regierung, muss man immer sagen. Dies alles ist katastrophal, was da passiert. Da findet man immer mehr Leichen, und die Kenner dieses Białowieża, das ist ja so ein polnischer Urwald im Nordosten, die Kenner dieses Waldes wissen, dass man sich da verrückt verirren kann, und natürlich Ortsfremde erst recht. Da findet man Tote. Da werden keine Ärzte hingelassen. Das alles widerspricht unseren Wertvorstellungen. Und nun müssen wir uns die Frage stellen, wollen wir eigentlich auf alle unsere Werte verzichten, und wollen wir sagen, jeder versucht, Faustrecht zu üben und sich so stark wie möglich zu machen? Wenn man die Frage so stellt, wird man ein Nein erhalten. Aber de facto ist das alles, was da passiert, und auch im Süden, im Mittelmeer und auch auf der Balkanroute und überall, ein Selbstwiderspruch zu unseren Überzeugungen und Werten. Das ist auch nicht in unserem Interesse, denn solche Selbstwidersprüche rächen sich, was die Stabilität eines Regierungssystems angeht. Das ist also ein rein, wenn Sie so wollen, nüchtern analytischer Interessenbefund. Es ist natürlich auch menschlich unmöglich und stumpft ab, wenn man da einfach sagt, naja, da liegt halt die Leiche. Ja, so in diesem Sinne. Das ist ja, zynischer kann man es ja gar nicht machen. Dabei gäbe es die Lösung, dass Geflüchtete mit den Interessen von Kommunen zusammengebracht werden. Da schließt sich für mich wieder der Kreis der Teilhabe auf der Ebene der Kommunen, wenn sie sich über längerfristige Entwicklungen in dieser Konstellation beraten, gemeinsam Gewählte und Nichtgewählte, also auch eben NGOs und Unternehmen, die zum Beispiel Interesse an Arbeitskräften haben. Dagegen habe ich überhaupt nichts. Man muss nicht nur aus fairer Moral handeln. Wenn die sich zusammentun und sagen, also unser Ort wird immer kleiner, die Infrastruktur wird immer schlechter, wir haben keine guten Straßen, wir haben ein eigenes Interesse. Und wenn man das an Zuwanderung, und wenn man das verbindet mit einem europäischen Fonds, die EU hat gerade einen Milliardenfonds für die Befestigung der Außengrenze genehmigt und installiert, die eigentlich nur dazu dient, großen Waffenfirmen Profite zu schaffen, meines Erachtens, sondern das bringt ja im Grunde gar nichts. Es ist ja naiv zu meinen, Europa könnte sich hermetisch abschotten von der Außenwelt. Es ist auch also unmoralisch, aber es ist auch naiv. Und wenn man das stattdessen solch einen Fonds schaffte, der auch Gemeinden und Städten, die bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen, nicht nur diese Integration von europäischer Seite
finanziert, und das ist ja eine Europaaufgabe, sondern auch in gleicher Höhe Investitionen und Weiterentwicklung der eigenen Lokalität, auch im Sinne der Einheimischen, dann würde man sehr viel Verhetzungspotenzial rausnehmen aus dieser ganzen Sache und würde das, was wir sowieso brauchen, Aufbau von Infrastruktur und so weiter, auch noch fördern. Es gäbe also Möglichkeiten. Ich wollte doch gerne noch mal einmal auf diese Wertesache, weil Sie haben ja gesagt, im Grunde ist es ja merkwürdig, dass es überhaupt möglich ist, in so vielen Jahren, dass sich gar nichts bewegt. Also, dass er immer wieder diese Bilder hat, sogar von kleinen Babys, die irgendwie sterben und am Strand liegen und dass überhaupt niemand reagiert. Also, Sie sind doch Vorsitzende der Grundwertekommission. Also, welche Werte werden denn da diskutiert? Das ist doch eigentlich nichts Abstraktes. So Werte sind doch eigentlich, das ist doch mit den Händen zu greifen. Ja, also die Werte, die dort als Leitlinien sind, und das war die Idee von Willy Brandt, als er 1973 die sogenannte Grundwertekommission der SPD gegründet hat, deren wichtigste Vorsitzende vor mir zum Beispiel der Erhard Eppler waren oder Wolfgang Thierse oder auch Julian Nieder-Rübelin. Also das Wichtigste sind die Grundwerte in der SPD, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Die sind natürlich traditionelle Werte, leiten sich von der Französischen Revolution her und müssen immer im Zusammenhang interpretiert werden. Und unter diesem Gesichtspunkt haben wir auch mal ein Papier zur Migration gemacht. Das war aber noch zu einer Zeit, wo der Parteivorstand sich wenig interessiert hat. Das war damals Gabriel und auch später Andrea Nahles hat sich nicht sehr interessiert für das, was wir uns in der Grundwertekommission überlegt haben. Das ist inzwischen anders. Wir haben da mehr Gehör. Und es wird auch deutlicher gespürt, auch im Vorstand, dass bestimmte Fragen eine substanzielle Antwort brauchen, wenn wir ernst genommen werden wollen als Sozialdemokratie in der Gesellschaft. Und also es gab quasi eine Kommission, entschuldigen Sie bitte, es gab eine Kommission, eine Grundwertekommission, aber im Grunde war das so ein Feigenblatt. Also ich meine, haben die, und man hat das aber gar nicht integriert. Naja, das Problem ist ja immer, wenn Sie Kommissionen haben, dann können die für einen Papierkorb arbeiten oder das Ergebnis wird weiterverwendet. Und es war ein gewisser Kampf, dass das Ergebnis weiterverwendet wird und nicht für einen Papierkorb ist. Die können das auf der Website alles lesen. Mein Vorschlag war auch an den Generalsekretär, doch diese Papiere sozusagen mehr als Diskussionsstoff in die Ortsvereine und die Abteilungen zu bringen. Denn eine Partei, die eine leere Hülle ist und nur gehorcht, ist ja überhaupt keine politische Kraft, mit der man was anfangen kann. Das ist ja das Problem jetzt der CDU. Die werden lange, glaube ich, daran arbeiten müssen, dass sie überhaupt wieder das werden, was man eine demokratische Partei nennt. Also ich stelle nicht in Frage, dass sie die Demokratie bejahen, aber das ist viel mehr. Eine demokratische Partei muss wirklich fundamental diskutieren, muss wissen, wohin geht die Gesellschaft, was sind unsere Werte. Das hat die SPD in kleinen Teilen immer mehr gemacht als die CDU, das ist ganz klar. Die CDU war schon immer eine Art Kanzlerwahlverein in früheren Zeiten auch. Aber auch Konservative wollen ja die Welt nicht verändern. Sozialdemokraten wollen sie immer noch verändern. Und dazu müssen sie sich überlegen, wie und wohin. Das geht ja nun mal nicht anders. Und es sind auch die normalerweise, es gibt natürlich auch Karrieristen, die dort, wo früher SPD Mehrheiten hatte, dann deswegen eingetreten sind. Aber es gibt auch engagierte Leute, die da eingetreten sind, um die Welt zu verbessern. Und die gibt es auch nach wie vor jetzt. Und da haben wir, glaube ich, gute Chancen. Und da muss man auch kämpfen. Also eine Partei steht zwar im Singular, die Partei, aber ist natürlich überhaupt nicht einheitlich, sondern wer da was aus dieser Partei macht, das steht frei. Da müssen wir sehr drum kämpfen und dann gibt es wichtige Funktionen und man muss auch die eigene Funktion wichtig machen sozusagen in der Wahrnehmung. Und das war eine Aufgabe der Grundwertekommission.